Sie haben die Möglichkeit, das Undock-Fenster oder das Informationsfenster Farbprüfung in CorelDRAW zu verwenden. Und hier können Sie jederzeit simulieren, was passiert, wenn ich den Ausgabestandard ändere. Dazu haue ich hier erstmal ein Farbenüberprüfen an. Und dann gehe ich hier auf unseren Standard, den Coated Fogra, und habe hier das, was ich auch aktuell an Farb gesehen habe. Jetzt kann ich mal spaßeshalber umstellen auf ein Zeitungsdruckpapier. Ich nehme mal das Japan Color Newspaper, das ist bei CorelDRAW standardmäßig mit dabei. Bei uns druckt natürlich keiner nach diesem Standard, aber es ist ganz schön sichtbar, was passiert. So, und Sie sehen ganz deutlich auch jetzt über die Webübertragung, was hier passiert. Die Farben sind völlig daneben. Das heißt, ich habe hier bei Coated Fogra leuchtende Farben. Durch den Zeitungsdruck, aber durch den eingeschränkten Farbraum, durch das graue Papier ist ein ganz anderes Ergebnis am Start. Und das ist auch für Sie wichtig, wenn Sie zum Beispiel ein Dokument, eine Broschüre anlegen oder jetzt eine Anzeige. Das ist der Klassiker, die einmal im Offset gedruckt wird und einmal im Zeitungsdruck. Das heißt, dass Sie hier im Vorfeld simulieren können, wie ist die Ausgabe. Und wenn jetzt die Abweichungen massiv sind, ja, dann können Sie das Dokument duplizieren und beispielsweise für den Zeitungsdruck umbauen und die Farbwerte anpassen. Wichtig ist, egal was ich hier mit den Profilen mache, die Farbwerte selbst verändern sich hier definitiv nicht. Die Farbwerte bleiben immer gleich, es wird quasi nur neu simuliert. Ja? Ganz wichtig ist, mit diesen Ausgabeprofilen schränke ich meine Bildschirmdarstellung auf das ein, was später ausgegeben wird, auf Basis der Monitorkalibrierung. Das heißt, der Farbraum ist eingeschränkt und durch die Monitorkalibrierung habe ich wirklich 1:1 das, was später auch dann entsprechend im Druck zu erzielen ist. Oder natürlich auch im Bildschirm, ja. Und hier vielleicht einfach noch ein ganz wichtiger Hinweis. Ich habe Ihnen jetzt gerade gezeigt mit Zoom-by-K-Einstellung, ja. Das heißt, wenn Sie in Ihrer Bildbearbeitung unterwegs sind, da wollen Sie natürlich das maximale Farbspektrum erstmal für die Fotobearbeitung ausnutzen, da nehmen Sie als RGB-Profil natürlich das Monitorprofil, ja. Und erst dann, wenn Sie in den Export gehen, wenn die Bilder fürs Web aufbereitet werden, dass Sie dann eben auch hier einen Ausgabestandard wählen, wie jetzt beispielsweise sRGB. Wie Wolfgang ja vorhin gesagt hat, die meisten Bildschirme können nur sRGB. Das heißt, auch hier können Sie dann eine Simulation vornehmen, aber in Ihrer Fotobearbeitung, wenn es erstmal darum geht, die Bilder wirklich grafisch aufzubereiten, da können Sie dann gerne Ihr Monitorprofil mit dem maximal möglichen Farbraum verwenden.